Hallo, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Wir sind auf dem Weg nach Montera und haben diesen Weg auch eigentlich schon fast komplett hinter uns gebracht. Lediglich ein kleines Stück zum Glück fehlt noch. Wir haben bereits die Banditen besiegt, die hinter uns liegen. Da oben war ihr Lager. Die haben wir bereits ausgerottet, noch nicht komplett. Müssen wir nochmal reingehen in die Höhle, da sind wahrscheinlich noch mehr Banditen, aber den Rest haben wir vernichtet auf alle Ewigkeit. Naja, wie dem auch sei, jetzt geht's auf jeden Fall erstmal weiter, ab nach Montera, endlich mal in eine neue Stadt, endlich mal neue Gesichter sehen. So, aber ich sprinte jetzt mal gerade noch wie so ein Iltis hier hoch und guck mal nach, ob wir hier vielleicht noch ein paar Pflänzchen finden. Pflänzchen finden. Und da ist auch schon eine. Eine Mornerpflanze. Ja, die ist hier in der Gegend doch häufiger. Im Gegensatz zur Heilpflanze. Da finden wir hier kaum was. Naja, okay. Gut. Dann machen wir uns hier wieder runter. Von diesem hohen Berg. Übler Sprint. Dann wird nun ein richtiger Usain Bolt aus dem Helden. So, alles klar. Guti gut. Oh, und da vorne sehe ich... Wieso speichere ich jetzt? Nee, lassen wir. Wollte gar nicht speichern. Da vorne sehe ich Herrscherkraut. Nice. Herrscherkraut ist immer gut. What the fuck? Wie leckt das denn hier? Wow, was ist denn jetzt los hier? Was geht ab? Aha, da sind wir wieder. Und was ist das? Eine Höhle. Eine weitere Höhle. Auf unserem langen, erschwerlichen Weg nach Montera. Eine weitere Höhle, auf die wir hier stoßen. Deswegen speichere ich es doch erstmal ab. Und dann wagen wir uns hinein in die Höhle. Denn hier führt keine Blutspur nach draußen. Beziehungsweise nach drinnen, je nachdem wie man sieht. Nicht so wie bei dieser Höhle, die wir da von ein paar Parts gefunden haben. Hier ist das nicht. Also würde ich sagen, wagen wir uns rein in diese Höhle. Und da sind direkt Wölfe. Streunende Wölfe. Die kriegen erstmal auch nicht aus die Fresse. Zack. Der ist tot. Das war wohl nicht der Einzige, so wie der aussieht. Wäre ein bisschen komisch. Ja, da kommt... Du Wichsvieh, Alter. Kommen die hier aus der Wand rausgeschossen, ey. Leckfett. Ihr Wichskinder, Alter. Ohne Scheiß jetzt. Scheiße, Mann. Alter, die haben mich jetzt so verwirrt, dass sie da aus der Wand rauskam, ey. Hab ich echt nicht mitgerechnet. Dass ich den kompletten Kampf versaut habe. Oh Gott, Leute. An für sich, ja, jetzt natürlich noch können schaffen, eigentlich. Oh, was war das denn? Meine Damen und Herren, kommt denn aus der Wand raus, ey? Oh. Der Wolf aus der Wand, meine Fresse. So, den polieren wir jetzt aber mal ordentlich. Genau das, die Fresse. Mann, Mann, Mann. Jetzt chill ich hier aber meine Nuggets, bis die nächsten kommen und gehe nicht nochmal todesmutig da rein und lass mich da angreifen von der Seite, weil so ein scheiß Wolf da aus der Wand rauskommt, ey. So. Zack. Der ist auch tot, da können wir auch direkt schon mal das Zeug einsammeln. Wolfsfell, Zähne und rohes Fleisch. Ich lasse mich nicht nochmal von euch verarschen hier. Hier ist gleich nochmal einer aus der... aus der Wand rauskommt. Scheinbar nicht. Ich bin mal ganz vorsichtig. Sagen wir hier mal ganz vorsichtig. Oh, okay, diesmal waren sie ein bisschen weiter weg. Da haben sie es nicht mitbekommen, was hier abgeht. Aber jetzt bekommen sie es mit. Das bringt ihnen noch nicht mehr so viel, denn jetzt werden sie leider elendig verrecken. Ah, fuck. So. Einmal hat er mich getroffen, der Gute, aber das macht nichts. Damit wäre er erledigt. Und da vorne sind auch schon die nächsten streunenden Wölfe. Doch zuerst nehmen wir mal die Truhe hier aus. Ja, okay. Hätte man nicht müssen machen. Nicht unbedingt was Awesomenes drin. Schauen wir mal, ob ich den von hier aus schon erwische. Da ist er. Anal einführen, den Pfeil. Na, klappt nicht, wegen dem Scheiß. Steine hier. Jetzt aber. Ah, zack.
Er ist ja erstmal ein Pfeil im Arsch stecken. Was sagst du jetzt, Kollege? Wow! Fuck! Jetzt sag ich schon nichts mehr hier. Scheiße! Ich schieße hier auf einen Wolf, komm, vier, ey. Leck mir Backen. Ihr Wichsviecher. So. Hehehe. Finde die streunenden Wölfe und töte sie. Ruf in Montera plus vier. Das war also schon mal direkt die erste Quest für Montera. Damit haben wir die ersten Rufpunkte schon mal eingeheimst. Auch wenn es nur vier sind. Wir sind also nicht mal angekommen in der Stadt. Da haben wir auch schon die erste Quest erledigt. Ja, Hochstahl, Feuerball und Schlafzauber. Das war eine gute Truhe, muss ich sagen. Ja, gut, dass wir die geöffnet haben, du. So, die Dämonenpilze sacken wir ein. Die nehmen wir mit. Was liegt denn da hinten noch? Neben diesem Morgentau. Das sieht mit einer Waffe aus. Naja, kümmern wir uns zuerst mal um die Zauberwurzeln hier. Die Metalltruhe öffnen wir natürlich auch. Ja, das ist eine Waffe. Guck mal, da links liegt eine Waffe. Pfeil, Heiltrank, Mana-Trank, Gold und Schmuck. Ein goldener Ring. Auch wenn mir dieser Ring gar nicht so nach Gold aussieht, ich bin eher der Meinung, dass der so pink ist, oder? Was sagt ihr? Also ich finde, der ist pink. Also wenn in Gothic 3 das Gold pink ist, ist auch gut, aber die Goldmünzen, die sind aus richtigem Gold, nicht pink Gold. Naja, wie auch immer. Komische Sache. Ja gut, Mana-Trank brauchen wir nicht unbedingt. Heiltrank ist natürlich immer super. Wie viel Pfeile, wie viel Heiltrank haben wir mittlerweile? 72 Heiltränke. Wahnsinn. Und was ist das hier für eine Waffe? Wenzels Schwert. Wenzel. Lass mal überlegen. Wer war nochmal Wenzel? Genau. Wenzel war der Paladin, den die Orks in Khabdun gefangen gehalten haben. Der hat wohl hier sein Schwert verloren. Wie auch immer. Wir werden irgendwann mal mit Wenzel darüber sprechen. Doch jetzt schauen wir uns das Schwert erstmal an. Hehehe. Klingenschaden 80. Also quasi genauso viel wie unser Breitschwert. Nur dass dieses Schwert hier noch nicht geschärft ist. Das heißt, es gibt dann nochmal 10 extra Punkte. Aber eigentlich macht das Schwert nur 70 Schaden. Nur dadurch, dass es gesegnet wurde, das steht ja da, hat es 10 weitere Punkte auf dem Konto. Nice, damit hätten wir eine neue Waffe. Schwert die erst anlegen, wenn wir das geschärft haben. Ich bleibe so lange mal noch beim Breitschwert. Oh, hier braucht man aber auch wesentlich mehr. Guck mal, ist ungefähr 10-mal so viel wert wie das Breitschwert. Und man braucht auch 50 Stärkepunkte mehr. Wenzels Schwert, das hat gar keine Beschreibung hier bei Breitschwert. Die Klinge ist weder zu lang noch zu kurz, eine ideale Waffe für Anfänger und Fortgeschrittene. Bei Wenzels Schwert steht einfach nur Wenzels Schwert. Auch cool. Ne, ein Punkt steht da noch. Ah, der steht hier auch. Ein ganz normales Schwert. Das Schwert hat schon bessere Tage gesehen, ja. Die ganzen rostigen Schwerter, die hier haben. Solides Holzknüppel. Der ist abgenutzt sogar, der Knüppel. Jagdbogen. Von Jägern verbesserte Version des normalen Bogens. Bogen. Ein normaler Bogen. Sprengpfeile. Strich. Kopfnuss. Eine gut gezielte Kopfnuss schickt jeden Gegner zu Boden. Feuerpfeil. Strich. Pfeil. Lang und spitz. Bolzen. Strich. Armbrust, eine normale Armbrust. Armbrust, eine normale Armbrust. Hä? Achso, die ist abgenutzt, okay. Stachelkeule, eine verbesserte Version der Nagelkeule mit Metalldornen statt Nägeln. Oh, das ist ganz okay. Stachelkeule, Nagelkeule, an was erinnert das genau? An Lester. Was ist eigentlich mit Lester? Ich gehe mal davon aus, dass er nicht mehr in seiner Hütte rumdingst. Hellebarde, Wach- und Defensivwaffe der Menschen. Kampfstab. Innoslowizen trainieren den Ungarn mit diesem Stab. Die beiden Enden sind mit Metall verstärkt. Die Kampfstäbe, die gab es auch in Gothic 2 schon. Das fand ich da immer super cool. In Gothic 2 fand ich es immer geil, wenn man Novize war und dann so einen Kampfstab hatte. Ich fand das irgendwie total, weiß ich, faszinierend nicht, aber super. Mal gemacht. Und ein Holzfällerabst. Sogar dieses Werkzeug wird im Krieg als Waffe benutzt. Naja, von mir nicht. Das ist ein bisschen zu wenig Schaden. Hier 50 Punkte. Das ist ja quasi nichts. Nichts, nada, niente. So, da haben wir noch einen Pfeil. Ja, nehmen wir mit. Wie viele Pfeile haben wir eigentlich? Können wir mal nachgucken. 487, mein lieber Scholli. Da haben wir einiges am Pfeilen. So, also gehen wir wieder aus der Höhle raus, in der hier die streunenden Wölfe drin waren. Und dann war es das auch erstmal wieder mit Let's Play Gothic 3, meine Damen und Herren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen.
bis zum nächsten Mal. Und dann kommen wir wirklich nach Montera. Also, bis dahin. Tschüss.